Nachdem Union und SPD hart erkämpfte Kompromisse im Familiennachzug zu erreichen scheinen, schreibt der Spiegel am Samstag aber, dass die Bundesregierung, das ist jetzt Zitat, Bundesregierung alarmiert ist über EU-Flüchtlingspläne. Das heißt, wir machen jetzt zwei Schritte nochmal zurück. Demnach könnte Deutschland weit mehr Flüchtlinge aufnehmen müssen, als es der Bevölkerung angekündigt wurde. Der Spiegel stützt sich auf ein Regierungspapier vom Bundesinnenministerium, das nur ihm vorliegt. Kann also das Bundesinnenministerium sich nochmal zu den Befürchtungen und der Alarmierung in dieser Frage selbst nochmal öffentlich äußern heute? Der Spiegel stützt sich, also die internen Papiere, auf die sich der Spiegel schützt, die kommentiere ich natürlich selbstverständlich nicht. Dieser Bericht nimmt Bezug auf Planungen bzw. Beschlüsse des Europäischen Parlamentes, die nicht im Wege des Trilogverfahrens, sondern sozusagen weit vor dem Trilog, weil wir ja noch gar keine Ratsentscheidung haben, getroffen wurden. Das EP hat sehr weitreichende Vorstellungen zu einer Reform des Dublin-Verfahrens oder des Dublin-Systems und des gesamten gemeinsamen europäischen Asylsystems beschlossen, die tatsächlich von einer ziemlichen Abkehr vom bisherigen Verfahren ausgehen oder das voraussetzen würden, nämlich letztlich eine Art Free-Choice-Verfahren für alle in Europa ankommende Flüchtlinge, nicht mehr von den bisherigen Zuständigkeitsregeln ausgehend, sondern deutlich weitgehender. Und die konkret sagen, dass Nachzug im Rahmen des Dublin-Verfahrens, das heißt nach Ersteinreise im EU-Gebiet, letztlich jegliche von einem sehr weiten Familienbegriff ausgehend möglich machen. Diese Planungen des EU-Parlaments haben wir bewertet. Das können wir auch in der Tat sagen, dass wir da Befürchtungen haben, dass das bisherige System auf die Füße stellt und man das konsequent zu Ende gedacht natürlich von ganz anderen, sagen wir mal, Migrationsbewegungen innerhalb von Europa ausgehen müssen. Das kann ich so bestätigen. Aber wichtig ist schon der Hinweis, das sind Beschlüsse des EP, die wir in der Tat mit Sorge betrachten. Aber da sind wir noch nicht. Im Moment ist unsere Hauptkonzentration, die Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, innerhalb des Rates zu finalisieren. Zusatz? Genau, also Sie meinten ja, Sie beobachten mit Sorge den Vorschlag, der im November vom Europäischen Parlament sozusagen vorgeschlagen worden ist. Also das waren ja zwei Monate nach den Bundestagswahlen und also vom letzten November aus gerechnet. Und die Vorschläge im Europäischen Parlament wurden ja von den dortigen SPD- und Unionspolitikern ja nicht abgelehnt. Sie haben zugestimmt und da würde ich noch gerne eine Nachfrage stellen. Monika Hohlmeier, die CSU-Innenausschussvorsitzende, erhofft sich nun vom Europäischen Rat, wie Sie selber gesagt haben, also die nächste Entscheidung liegt beim Rat, dass eben das geschieht, was die GroKo-Parteien sozusagen im Europaparlament im November nicht leisten wollten, nämlich die Änderung der Dublin-Regeln, die Sie jetzt beschrieben haben, denen entgegenzukommen, mit einem anderen Vorschlag oder mit einem einfachen Nein, um nochmal von vorne den legislativen Prozess im Europaparlament zu beginnen. Da würde ich Sie gerne noch dazu fragen, ob es zwischen Brüssel und Berlin im November eine Absprache gab, zumindest irgendeine Art von Kommunikation. Das betrifft die Parlamente, dazu muss ich mich hier nicht äußern. Und zu sagen, dass vom Rat erwartet wird, dass die Beschlüsse des EP sozusagen eingeordnet werden. Der Rat entscheidet erstmal für sich selber. Dort liegen die Vorschläge auf dem Tisch, die verhandeln wir auf der bekannten Linie. Und darauf richtet sich im Moment unser Hauptaugenmerk.